Was geht ab, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Fortnite, das Halloween-Event. Ich habe jetzt ein bisschen gefarmt und wollte mit dem Stream, mit euch, das Halloween-Event mal durchspielen. Habe jetzt hier noch einige Lootboxen ranbekommen. Ja, gut, bin halbwegs drin, habe jetzt einiges gefarmt. Guck mal hier, wir kriegen sogar 100 V-Bucks, wenn wir das hier fertig machen. Jetzt spielen. Aber wir machen erstmal die Basis hier. Das müssen wir definitiv machen. Ich weiß immer noch nicht, was dieses Sammeln bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber wir jedenfalls müssen wir Sturmschiff Verteidigung 3 in Steinwald absolvieren, dass wir das Halloween-Event spielen können. Und ich habe jetzt im letzten Stream, oder ich glaube vor 3 Streams, habe ich das gerade mal probiert. Da ging mir aber die Munition und dies und das und jenes aus. Und da haben die Zombies meine Basis angegriffen. Das war auf jeden Fall nicht so geil. TTP ist natürlich echt schwach gerade. Ja, gut. Hey, Team Affinaz, ich glaube dir, schön, dass du einschaltest. So, wir starten definitiv mal. Und mal gucken. Das ist PvP. Ja, genau. Also ich habe mir das vor, am Dienstag, Donnerstag habe ich mir dieses Spiel gekauft. Gibt es gerade für 22,99 im PSN Store. Nächstes Jahr wird es ja Free to Play, aber ich wollte unbedingt die PvP-Modus mal ausprobieren und ich wollte dieses Event, Halloween-Event mitnehmen und da arbeite ich gerade ein bisschen drauf hin. Ich muss jetzt diese Basis klar machen. Habe auf jeden Fall ein bisschen Zeug gefarmt und ich weiß, dass die Zombies einmal hier lang gehen. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt hier eigentlich zerstört? Ja, das ist zerstört, alles klar, gut. Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, dass das zerstört ist. Wir bauen das jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen um. Hier kommen nämlich ein paar Zombies. Okay. Aber ich weiß nämlich nicht. So, Platten, wir müssen definitiv jetzt hier. Ich baue auf jeden Fall auch hier außen rum. Habe auf jeden Fall jetzt einiges Metall und so gefarmt. Und ich hätte gedacht, das ist eigentlich nur ein Tutorial. Aber das ist es nicht. Wir müssen hier schon unsere Festung komplett aufrüsten. Ich weiß nur nicht, ob die hier hochkommen. Hier, aber das kann ich mir eigentlich bald gar nicht vorstellen, dass die hier hochkommen. Wir machen das jetzt definitiv erstmal zu hier. Gehen erstmal ausruhen. So, wir bauen unsere Festung definitiv nicht aus. Ich habe jetzt ein bisschen Zeug gefarmt, habe mir Munition zusammengecraftet. Lass mich einfach schlafen. Nur eine Minute. Okay. So. Okay, bestätigen. So, da können wir unsere Tür hier öffnen. Das haben wir schon mal fertig. Jetzt wollen wir hier noch. Nicht aus Metall, aus Holz. Definitiv noch ein paar Stacheln hin. Okay. Gut, wir gucken jetzt mal, dass wir ein bisschen Stacheln herstellen können. Scheiße, wieso können wir die denn herstellen? Boden. Wir haben eine Stachel. Scheiße, wir haben nur eine Stachel, Mann. Ist das, was wir eigentlich mal machen können? Warte mal. Ich glaube, die Basis kann man nur allein machen. Wir machen das mal hier hoch. Da haben wir eine kleine Aussichtspunkt und können die von hier aus ein bisschen attackieren. Das machen wir noch mal. Hier eine Mauer hin, hier eine Mauer hin. Also die Basis, die ist definitiv, bleibt immer da. Die baust du wirklich Schritt für Schritt baust du die aus.
Okay. Ich glaube, das machen wir aus Stein. Kann ich komplett mal rumgehen, würde ich sagen. Wir haben ja einiges gesammelt jetzt. Nee, warte mal, das war blöd. Na egal, das können wir jetzt erstmal so lassen. Oh, guck mal an, hier müssen wir es reparieren. Hier sind die echt rumgekommen. Krass. So. Genau. Mal sehen. Okay, hier haben wir unsere Falle definitiv safe. Ich weiß ja nämlich nicht, wo die jetzt langkommen, die Viecher. Weil hier waren sie anscheinend auch. Ich frage mich bloß, wie man jetzt unser Zeug craften kann. Hier, das kann man craften, was ist das? Ach, scheiße. Ich werde nicht die Reifen vernichten. So, da haben wir das erstmal. Tun wir noch die Lady hier hin. Das reparieren wir auch erstmal. Verteidiger, genau. Den tun wir hier rein. Das machen wir hier hin und wir geben der. Ich würde sagen. Geben der erstmal 1000. Gut gemacht. Achte immer darauf, dass dein Verteidiger genug Munition hat. Wenn die Mission vorbei ist, kehren deine Waffe und ungenutzte Munition in dein Inventar zurück. Wenn du bereit zur Verteidigung bist, wähle am Sturmschild-Konsolenmenü Schild erweitern. Nee, 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 ich bin noch nicht bereit. Definitiv noch nicht. Also, ich muss ehrlich sagen, mir macht es jetzt wirklich. Mir macht das auf jeden Fall Spaß. Also, ich kann es echt weiterempfehlen. Na, ich weiß gerade nicht warum. Ich glaube, ich mache das nochmal weg hier. Ich weiß nicht, warum ich das überhaupt so bauen musste. Finde ich ein bisschen Käse, um ehrlich zu sein. Also ich kann das Spiel wirklich definitiv weiterempfehlen. Es werden sie jetzt bald, also ich denke mal, sag schon, 2016, 2018, nächstes Jahr wird es definitiv Free-to-Play. So ein Free-to-Play-Titel. Aber es hat echt für seinen Preis, ich meine, für 22 Euro hast du echt hier viel zu tun, viel zu bieten. Der PvP-Modus wird auch geil, ich denke mal, da wird das dann, wenn das dann Free-to-Play wird, wird da auch schon einiges noch kommen. Aber ich muss sagen, ich finde das Spiel doch schon sein Geld wert, quasi. Man kann aber natürlich auch warten. Okay, da haben wir das schon mal. Gut, jetzt müssen wir hier die Wand natürlich wieder zumachen. Nee, was mache ich denn? Okay. Ich kann mir die Wand hier ja auch zumachen. Okay, das bearbeiten wir mal. Machen wir kaputt. Wir machen das definitiv alles aus Metall. Wir haben einiges gefahren. Hey, Mr. X, na, ist klar bei dir. Schön, dass du einschaltest. Oh, das weiß ich leider gar nicht, wann das Free-to-Play kommt. Deswegen wollte ich das gar nicht auf den so lange warten. Wollte einfach nur mir den PvE-Titel mal gönnen. Am Geld mangelt es ja jetzt nicht gerade bei mir. Für 20 Euro ist das ein echt guter Deal, muss ich ehrlich sagen. Es gibt es auch für 50, gibt es auch für 100 noch was. Gründerzeug. Das Grundpaket, da hast du eigentlich alles drin, was du brauchst, um ehrlich zu sein. So. Ah, scheiße, natürlich komme ich jetzt da oben nicht hin. Doch, ich komme nicht von hier aus hin. Wartet, wartet, wartet. Hier wird es natürlich gleich dunkel. Das ist natürlich nicht so geil.
Ah, kannst auch noch gucken. Sehr schön, das freut mich. Ah, fuck, jetzt kann ich nicht hier rumspringen. Du hast so verschiedene Charaktere, verschiedene Super mit den Charakteren. Ist eigentlich schon. Ach. Okay, die Sonne geht langsam unter, deswegen kommen jetzt mal definitiv ja Zombies gleich. So. Und wir arbeiten jetzt gerade darauf hin, dass wir das Halloween machen können. Das ist jetzt die letzte Mission bis zu dem Halloween-Event. Und dann gucken wir direkt mal rein. Und da kann man auch die ganzen Skins und so erwerben. So, das machen wir definitiv erstmal weg hier. Na, oder wir lassen es einfach mal. Das dauert nicht so zu lange gerade. Reparieren wir, das reparieren wir. Wie haben die denn das geschafft, da oben mich das zu beschädigen, um ehrlich zu sein? Also. Und alles, was du farmst, das behältst du halt auch von Level zu Level. Du musst halt immer da auch neu farmen. So. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt hier eine Tür gebastelt. Ja, die Tür zu. Wir haben das noch offen. Bauen jetzt hier mal noch eine Tür hin. Okay, das ist gut. Und wir machen jetzt an die Decke auch plus 1, ey. Mann, Mann, Mann. Die Fallen. Muss auch die ganzen Waffen und so, muss alles zusammencraften hier in den Leveln. Ist schon spaßig. Ich bin mega Ark-Fan und das passt eigentlich perfekt hier. PvE-Modus kann ich erklären. Und zwar geht es hier eigentlich nur darum, dass du deine Festung hier wieder aufbaust. Von Level zu Level. Dann hast du verschiedene kleinere, verschiedene Missionen außerhalb von den, von der riesigen Map. Kann ich ja, glaube ich, das hier gar nicht zeigen. Nee. Von der riesigen Map, da befreist du quasi die ganzen gestrandeten und hilflosen Mitbürger. Bist dann auf jeden Fall, musst sie dann hier alle hergeleiten und baust hier quasi deine Basis hier weiter auf. Ja. Und kämpfst halt gegen Zombies. So. Jetzt müssten wir das eigentlich soweit safe haben. Wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Wenn nicht, dann will ich es auch nicht, um ehrlich zu sein. Also, du kannst jetzt direkt mal gucken. So geht das eigentlich immer ab. Du baust dir eine Basis auf. Und dann kommen Zombies. Die wollen das natürlich zerstören. Die wollen jetzt hier in deine Basis rein. Okay. Suche nach Hilfe. Okay, da kommen als erstes die Zombies in drei Wellen jetzt. Die werden auf jeden Fall von Level zu Level immer schwieriger. Ich denke mal, da kommen dann irgendwann 5, 6, 7, 8 Wellen. Du musst halt auch dein. Du musst halt immer dein Arsenal frisch halten. Es gibt halt auch verschiedene Waffen, die du dann craften kannst. Hier habe ich auch ein paar Nahkampfwaffen. Hier habe ich ein paar blaue schon. Da hast du links an der Seite hast du das ganze Zeug, was du dafür brauchst. Erz und dies und das. Warte mal, können wir hier gucken? Genau, hier. Sprengpulver, rostiger Mechanikteil. Rotierender Teil und Kupfererz brauchst du für diese Waffe. Und diese Waffe, Problem ist bei diesem Spiel, dass die auch irgendwann kaputt gehen. Das ist halt dann wirklich mega krass. Deswegen musst du halt immer wieder neu farmen und immer wieder neu machen. Und ja, die Waffen, die craftest du halt eben zusammen. So, die Zombies sind auch ganz cool gemacht. Es gibt echt verschiedene Arten an Zombies. Gibt so einen Zombie mit einem Honignest, mit einem Bienennest am Kopf, das. Kannst du nicht so nah rangehen, weil sonst greifen dich die Bienen an. Dann gibt es Viecher, die haben so eine Bombe und tragen das dann da rein. Und ja, dann gibt es welche, die schmeißen mit Knochen. Ja, genau, das ist zum Beispiel so ein neues Vieh. Splodder und gucken mit Gas. Ja, das kommt halt rein und will deine Basis direkt zerstören. Und das ist hier drei Wellen. Die halten auf jeden Fall auch einiges aus. Verdammte Höllenwesen!
Ja, durch das Event haben die jetzt auch so einen Kürbiskopf auf. Das finde ich ganz cool. Ey, was ist denn das? Ja, die Dicken, die schlucken halt auch ultra viel. Das ist halt immer mein Problem. Ja, jetzt kommt so ein neuer. Ey. Bin nur ein bisschen aufgeregt gerade. Ist ja scheiße, dass jetzt immer wieder der Dicke kommt. Weil jetzt frisst natürlich auch ultra viel Munition. So ein Fetter. Ich bin eigentlich guter Dinge. Die hat 800 Munition haben wir noch von der. Ich habe noch 1700. Ich kann ja auf jeden Fall noch ein bisschen was gehen. Warum kommt denn jetzt die ganze Zeit so ein Dicker? Das war letztens nicht so. Da ist so ein Honigtopf-Typ da. Ach, Alter. Na, lad nach. Okay, nice. Sehr schön. Ja, da haben wir gleich geschafft. Also jetzt sieht es ganz einfach aus, aber wenn du jetzt hier kaum Munition hast und so, dann hängst du hier wirklich da. Sparen wir mal die Munition, weil die verschwinden jetzt. Okay, sie knallt natürlich drauf. Ne, die Helfer, die kann ich schon direkt noch zünden. Die Helfer, die knallen einfach mit drauf. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor. Ja, das ist nicht gut. Ich bin wieder da. So, Westen haben wir auf jeden Fall auch safe gemacht. Wo haben wir die Tür jetzt reingebaut? Warte mal, scheiße. Fuck! Na egal, die schießen halt von hier ab. Das ist halt geil, geiles Koop-Game. Also macht schon Bock. Genau, die haben auch so kleine Geister manche. Die schützen die natürlich hier, das sind die Knochenwerfer. Es gibt ja noch richtig fette, große Viecher, die da noch kommen können. Ah, alles klar, also es kann noch einer mit reinkommen. Mann! Ist das Ding jetzt in Ruhe? Das ist natürlich geil, dass er jetzt mit drin ist. Da sind mehrere mit drin, oder? Ja, nice. Also ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, das Spiel, und muss auch wirklich einiges hier tun. Okay. Das ist natürlich mega geil, dass die jetzt hier sind. Das macht die ganze Sache auf jeden Fall ein bisschen gechillter. Reparieren wir mal noch. Naja, es gibt auch verschiedene Charakter und verschiedene Klassen. Also alleine fordert das ganz schön, wenn man hier mehrere spielt, dann geht's eigentlich, also ist nicht ganz so anstrengend. Die Lage hat sich beruhigt. Eine weitere Welle kommt bald. Okay, und wo kommt die? Bereite dich auf einen Angriff aus dem Süden vor. Aus dem Süden. Okay, das ist hier, das ist nicht so schlimm. Gut, Basis steht bis jetzt, alles geil. Alles klar, danke, dass du trotzdem dabei warst. Und schönen Tag dir noch.
rangehen. Und ich finde den Stil von dem Spiel halt wirklich mega cool. Die Waffe wird unbrauchbar, da habt ihr schon gesehen. Das heißt, die kann ich langsam wegschmeißen. Was ist denn das? Das ist ja geil. Das sind seine Ulti anscheinend. Ich habe hier auch so eine ganz kleine Ulti. Gut. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz geil. Also letztens da hing ich hier da und es war schon an der zweiten Welle war Schluss. Weil es einfach an der Munition gemangelt hat. Aber jetzt habe ich mich ziemlich vorbereitet. Und dann habe ich auch noch Hilfe. Ich hab hier mal so Blitze, das finde ich auch krass. Wir sind auf jeden Fall einige Level höher. Ich muss aber sagen, dem Spiel wird in den Ego-Shooter-Perspektive noch besser stehen. So, das Ganze natürlich noch schöner machen. Ich hoffe, das kommt irgendwann mal noch. Da kann man auch einfach viel besser zielen. Ich komme in dieser First-Person-Ansicht komme ich nicht ganz so zurecht. Das mag ich nicht so eigentlich. Ich freue mich auf das Halloween-Event. Gehen wir direkt dann rein. Sehr schön. Mega cool, dass sie mir geholfen haben. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Geil, dass ich Hilfe bekommen habe. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe letztens allein da gestanden. So, super. Neue Kisten. Nice. Jetzt geht's Halloween Event. Ich hab so Bock drauf. Bin so gespannt. Seltene Metalle kommen innerhalb von Höhlen vor. Okay. Was ich ein bisschen schade finde, die hätten eigentlich die komplette Map freigeben können fürs Farmen. Also du musst einzelne Missionen auswählen und dann musst du die dann natürlich noch beenden und so. Das ist nicht so geil. Die hätten irgendwie so eine Art Patrouillenmission machen können, wo man dann einfach mal hingeht, alles zusammen farmen und dann in die nächste Mission reingeht. Das hätten sie eigentlich machen können. Das finde ich cooler. Was? Wie bekomme ich Cola? Ich brauche eine Waffe und Hai. Sehr schön. Übertrieben. Gute Arbeit wie immer, Kommandant. Sehr schön. Übrigens, einer der Überlebenden wollte mit dir sprechen. Gewöhnte Pistolenschützin. Okay, Karte. Genau, jetzt haben wir hier das Halloween-Event wird unten freigeschaltet, unten rechts. Dann gehen wir direkt mal rein. Wir werden aber mal noch gucken, dass wir die Fähigkeiten hier aktivieren. Jetzt kann man natürlich, das kann ich natürlich mal ganz grob erklären. So also wie ich es jetzt bis jetzt verstanden habe. Hier hast du deine Art Story-Mission. Deine Story. Steinwallend Auftrag Seite 5 von 10 gibt es jetzt hier. Es geht jetzt bis hier da. Das ist plus Steinwald. Und dann gibt es noch Nebenquests
Plankteron. Genau, wo man hier noch Art bisschen farmen kann. Genau, hier hat man halt. Ja. Ich bin um den Grünschädel, bin ich zurzeit. Dann gibt es noch drei andere Maps. Da machst du auch nochmal extra Missionen und so. Helden, dann kannst du verschiedene Helden aussuchen. Ich habe jetzt hier diese ganzen Helden. Die habe ich leider noch nicht. Slotwahl eingeschränkt. Held benötigt die Führungsfähigkeit. Genau, die Führungsfähigkeit, da kann ich dann die hier noch alle freischalten. Links sind dann die ganzen Stats. Standhaftigkeit, Angriff, Resistenz, Tech. Genau, Einheiten. Einheiten sind eine Art die Verteidiger, die wir jetzt gerade gesehen haben, die Lady, der ich die Munition gedrückt habe und die mir dann ein bisschen zur Verfügung steht. Expansion ist natürlich schon gesperrt. Waffenlager. Hier hast du jetzt das ganze Waffenlager. Hier hast du die, habe ich die ganzen Waffen, die ich jetzt bis jetzt gefunden habe, die ich jetzt zusammencraften kann und dann später spielen kann. Das finde ich halt wirklich eine ganz geile Sache. So, hier gibt es anscheinend nichts. Slot nach Wertungen, das sind anscheinend jetzt die stärksten, die würde ich mir gern herstellen. Da kann ich aber leider noch nicht, weil mir da die Ressourcen fehlen. Genau, das finde ich halt auch ganz geil gemacht. So ist es halt auch kein Pay-to-Win-Situation. So, ja, genau, hier gibt es die ganzen einzelnen Waffen. Hier gibt es die Fallen. So, Fertigkeiten, hier hast du den Fertigkeitsbaum. Da hast du natürlich wirklich 8 Fertigkeitsbäume. Fertigkeitsbaum, ja, genau. Forschen und alles hast du ja hier noch drin. Forschen, genau. Da hast du auch noch mal einiges hier zu tun. Hier kann man nicht rein. Ja, du kannst halt wirklich ultra viel leveln. Also, das ist echt Wahnsinn. Das ist ein Baum. Ich bin hier gerade bei denen und versuche da ein bisschen was rauszuholen. Das wird mir jetzt als nächstes machen. Genau, jetzt haben wir das freigeschaltet. Du kriegst pro Freischaltung kriegst du direkt nochmal wie eine Art kleines Geschenk, wo du dann noch extra noch was kaufen kannst. Ja, als gewöhnlichen Verteidiger habe ich jetzt hier noch bekommen. Gut, das war's. Okay. Was ist das? Fahrzeuge für Explosion freigeschaltet. Jetzt kann ich noch Fahrzeuge nehmen oder was? Helden, die Leute das Bike verbessern, die Erfolgschance der Dirt-Bike-Expansion. Okay. Jeder mal bei Forschung und Reiten. Oh ne, wir gucken erstmal die Mission. Gut. Waffenlager machen wir es erstmal kurz. Ne, nicht Waffenlager. Fertigkeiten. Forschung. Hier haben wir es. Genau. Erhöht die Kondition und deren Regenerationsrate um 1%. Das machen wir jetzt definitiv mal. Erwerben. V-Zeug. Ja, das ist halt kritisch. Also ich habe bis jetzt einmal was gekriegt und ich spiele schon eine ganze Weile hier an diesem Spiel. Ach, guck mal. Erwerben. Ich komme hier nicht runter. Okay, damit das. Ich weiß gerade gar nicht, wo das jetzt verbraucht wird. Okay, erwerben 375 haben wir natürlich noch nicht. Alles klar, also machst du verschiedene Slots. Ist natürlich ein bisschen doof, dass du jetzt hier immer von vorne anfängst und das ist dann. Ah, nee. Doch, ja, genau. Erwerben wir dieses Dirtbike noch. Gut, haben wir das schon mal gemacht? Beute! Hier haben wir jetzt noch die ganzen Lamas. Da in der Mitte dieses Albtraum-Lama ist natürlich das Event. Hier hast du V-Bucks holen, kannst du natürlich auch noch epische Helden bekommen, epische Waffen bekommen. Ja, wir haben das hier. Und die kannst du natürlich schlagen und die können auch Gold werden, habe ich schon auch schon gehabt. Entweder gehen die sofort auf oder du hast Chancen und kriegst noch ein bisschen höher gepusht, diesen Loot. Oh. Ich nehme Sniper. Kupferlasergewehr, alter Schwede. Sieht natürlich krass aus, ey. Kann ich natürlich auch noch nicht herstellen. Kupfer, Fernkampf, Scharfschützengewehr, krass. Und das sind wirklich echt coole Waffen. Also ich habe manche Streams gesehen und manche Let's Plays und so. Also das ist echt schon geil. So. Jetzt kann man
wollen wir jetzt hier machen? Ja, genau, da unten hast du, da hast du den, ach genau, den hat der gespielt, da beschwörst du den Teddy, Elektro Schockturm sogar noch dazu, krass. Und den kann ich anscheinend auf, ah nee, hier kann ich was machen, Missionsverteidiger. Ja, hau mal den rein, weil der ist grün. Okay, sehr schön. Schätze warten auf mich und ich liege hier mit einem kaputten Bein. Ich kann mein Wissen über Schätze mit dir teilen, bis ich wieder auf den Beinen bin. Was meinst du dazu? Also, Kommandant, wir brauchen Patronen und Schusswaffen und Kupfer und ein Schwert könnten wir auch gebrauchen. Oh, und ich möchte etwas mit seltenen Kraftzellen bauen. Ich verrate dir jetzt ein großes Schatzsuchergeheimnis. Manchmal, wenn ich ganz nah an einem Schatz bin, kann ich hören, wie er mich ruft und es klingt wie seichte Popmusik. Nice, wir haben sogar einen Lama gekriegt. Hat hier jemand einen? Ja, und der ging ja direkt auf. Vielleicht hast du ihn auch. Okay. Aufträge. Ja, es ist ja einige Event-Albtraum, Heldenaufträge, genau. Albträume. Das würde ich jetzt definitiv gern machen. Und da kannst du auch wirklich viel bekommen. Blutfeinder AC. Hier steht, kriegst 250 Süßigkeiten, cool, erkunde den Nebel von Hexilvanien, schieß den Auftrag Akte Hex in Hexilvanien ab, cool, da kann ich dann wählen. Wirklich sehr, sehr geil. Schließe die Hexe, Beutezug, geil. Mega cool. Ha, schließe 30 Hexilvanien-Missionen in einer Zone der Stärke 5 ab. Wir werden jetzt erstmal gucken. Ich will allgemein jetzt definitiv da rein. Ich bin da schon die ganze Zeit mega heiß drauf. Genau. Und hier hast du jetzt diese Map. Und kannst in dieser Map hier einiges machen. Quarkkristall kriegen wir sogar hier. Cool. Sehr schön. Das ist natürlich jetzt eine komplett neue Map. Auch gruselig gemacht. Und ich bin mega begeistert, denke ich mal. So. Ja, wir haben jetzt hier 4, 5, 6 und 7. Das sieht gut aus. Da kommt der Nebel. Oh, geil. So. Und wir werden auch, denke ich mal, direkt hier ein Let's Play dazu noch machen. Neben meinem Stream werden wir auch noch Let's Playen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr einschaltet. Wir spielen das Fortnite Halloween Event. Ich habe es gerade eben freigeschaltet. In meinem Stream direkt live ein Let's Play machen. So, weil, wenn ich mir den Stream 3 Stunden lang gebe oder sowas, das wollt ihr nicht sehen. Ich mache auf jeden Fall jede einzelne Mission, eine einzelne Folge. Versuche ich auf jeden Fall, neben meinem Stream das noch am Laufen zu bringen. Ich habe einen Zuschauer, TNT Muffin. Hallo und herzlich willkommen, dass du dabei bist. Ja. Gut. Bin gespannt. Untersuche Hexilvanien, versuche nicht zu sterben. Viel Glück. Wieso viel Glück mit einem Fragezeichen? Was soll das? Okay, ich bin sehr gespannt. Bin auch mega aufgeregt. Ich habe bloß keine Uhrzeit. Okay, die ist auf Englisch, gut. Also das eigentliche Spiel ist ja alles auf Deutsch. Oh, guck an, da gibt es sogar einen großen, dicken. Wir werden den mal definitiv farmen. Mal die Map angucken. Genau, das ist im Grunde genommen einfach nur ein PvP. Nichts anderes, bloß mit einer geileren, gruseligeren Map. Oh, was ist das hier? Achso, gibt es einfach noch Krause, schade. Okay, hier sind die Zombies schon schön am Start. Gut. Ja, definitiv nebenbei hier Zeug abbauen. Bin auch gespannt, ob es hier neue Monster gibt. Also bis jetzt habe ich eigentlich in den normalen PvP-Modus nicht so neuartige Monster. Ja, noch die chilligen kleinen. Oh, er geht ab, ey. Er hat eine übelste Axt, Mann. Habt ihr das gesehen? Krass. Mega krass. Hey, Dennis Walter, nice, glaube ich dir. Schön, dass du einschaltest.
Aber die sehen nicht Halloween-mäßig aus. Also gute Zombies sind Halloween-mäßig natürlich gekleidet. Aber ich habe mir gedacht, die haben natürlich noch einzigartiges Zeug, so wie diesen Kürbiskopf. Oder so. Ah nein, anscheinend nicht. Was kann ich damit machen? Kann ich das einfach so schlagen? Was habe ich jetzt gekriegt? Ach so, das hat sich jetzt verstreut oder was? Ah scheiße, was mache ich jetzt damit? Ist das einfach wieder zu schlagen oder? Ja, das kann ich zerschlagen. Sehr schön. Hey, dankeschön für dein Like. Sehr, sehr freundlich. Du bist auch direkt live in mein Let's Play drin. Ich werde das neben meinem Stream direkt noch live Let's Playen. Und ja. So. Da können wir eigentlich was bauen, würde ich sagen. Na, wie bauen wir das jetzt am besten? Warte mal, wir können eigentlich Platte so hinstellen, oder? Genau. Ich hab jetzt gar nicht gesehen, was ich davon kriege. Und da ganz oben ist auch noch eins. Fuck. Kann ich das nicht einfach beschießen? Nee. Muss ich anders machen. Auf jeden Fall gefällt die Map mir sehr, sehr gut. Könnt ihr eigentlich öfters drin reinmachen, sowas. Ich bin auch sehr gespannt auf Halloween, auf... Verdammt, wie komme ich denn jetzt da hin? Muss ich den Baum erst wegholzen? Ach! Erst den Baum wegholzen und dann geht's weiter. So, und ich habe auch gesehen in dem Let's Play, dass es da wie eine Art Schloss gibt. So. Und bin dann gespannt, wie lange wir brauchen, um da drin zu kommen. Okay. Was habe ich jetzt gekriegt? Ah, man kriegt 3 Blue. Ah, gut. Ich glaube, man kriegt eine schöne Waffe oder sowas. Legendäres vielleicht, aber ne. Da hinten sieht es schon aus, als ob wir da irgendwas verteidigen müssen. Wir müssen aber nebenbei noch ein bisschen was wegholzen, da wir jetzt einige Ressourcen verbraucht haben, um meine Hauptbasis aufzubauen. Überlebende gerettet, 1 von 20. Ah, alles klar, nice. Wir haben jetzt einiges erkundet. Ja, gibt... Warte mal, hinter uns ist ein Überlebender. Hier ist ein Überlebender. Okay, da ist unten. Okay, die reden natürlich Deutsch, aber der Roboter redet Englisch. Gut, läuft. Die haben auch noch Überlebenden, oder? Was sein? Ne, einfach bloß eine Basis von den Überlebenden. Die sind wir schon in dem Schloss drin? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ein schöner Altar. Ah, verdammt. Ich hab das einfach kaputt gemacht. Untersuchen. Okay, gibt bloß. Ah, hier haben wir, glaube ich, Erz oder was das sein soll. Und das könnte natürlich einfach nur Kupfererz sein. Ja. Kupfererz bekommen. Sehr gut. Ist natürlich auch mega selten. Kupfererz. Das braucht man dafür, um die Waffen herzustellen. Quarzkristalle. Hier haben wir noch eine Waffenkiste.
Wir machen jetzt aber mal. Wir gehen jetzt mal zu dem Schloss. Da sind einige jetzt drin. Wir müssen jetzt einfach mal reingucken. Ich würde auch gerne das Schloss mal sehen. Dort hier. Hier ist es. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir jetzt nicht so. Wir haben auch keine Autos, das habe ich ja gerade gesehen. Okay. Da gibt es auch Kisten oder so eine Art Tresore. Aber es ist auf jeden Fall sehr liebevoll designt. Wirklich sehr, sehr großes Lob an die Entwickler. Ist wirklich fantastisch gemacht. Aber wie gesagt, wie mehrmals schon gesagt, denke ich mal, dass dem Spiel eine Ego-Shooter-Perspektive noch besser stehen würde. So eine Art wie Ark, dass man das einfach nur umschauen kann, weil das muss man ja nicht wegmachen oder so, aber dass das einfach zusätzlich dabei ist, wäre natürlich ultra cool. So, jetzt hat sie hier hinten Ausrufezeichen. Bis dahin müssen wir auf jeden Fall wandern. Erkunde das letzte markierte Gebiet. Werden wir jetzt mal hinmachen. Schatzruhe geplündert. Ah, scheiße, wir müssen irgendwo Schatzruhen finden. Ah, wo? Wo können die sein? Was ist denn das für einer? Das ist ein Lager. Oh, fuck. Wow, fuck. Was sind das für kleine Kinder? Boah, die halten übelst los, ey. Krass, Mann. Wie die abgehen. Das ist ja heftig. Ah, er kriegt direkt eine Belohnung. Sehr cool. Und das auch noch ein Gebäude. Oh, geil. Ja, das ist halt First Person. Das gefällt mir zwar auch gut, aber ich würde sagen, dass das Feeling doch um einiges besser sein könnte. Oder besser wird, wenn man hier einen Eco-Shooter sich draus macht. Vielleicht ist es auch einfach so, dass ich Ego-Shooter-Spiele wirklich sehr, sehr gerne spiele und mir die Ansicht wirklich immer wieder gut gefällt. Können die das Geschenk jetzt nehmen? Ja, die können das Geschenk einfach nehmen. Ich mache hier die ganze Arbeit und die kommen dann an und sagen, jojo, danke für das Geschenk, ne? Okay, hier irgendwo ist ein Überlebender. Ich weiß aber nicht wo. So, das ist das letzte Gebiet von der Map, was man hier erkunden soll. Da unten ist überleben, ne? Ja, was ist das? Warum passiert mir das? Ach nee, das ist dieses Kristallzeug nochmal, okay. Das machen wir einfach nochmal kaputt. Und dann sprengt sich das in alle Richtungen. Ich hätte auch gar nicht, ich hätte diesen Modus, hätte ich nicht gedacht, dass es so ist. Ganz ehrlich. Das bin ich schon sehr begeistert. So. Da ganz oben wird es jetzt hingekommen sein, oder? Wo ist denn das hingekommen? Oder wir machen definitiv erstmal den Baum hier weg. Erstmal das dort unten. Komm hier drüber? Nee. Ha. Wie kommen wir denn da hoch? Hoffentlich gibt es hier keine Sumpfmonster oder irgend sowas. Ah, alles klar. Brauchen wir gar nichts bauen. Wir müssen einfach hier hingehen und das Ding kaputt hauen. Und noch einer im Spielball getreten. Super. Ach, ganz da oben. Guckt euch das an. Ganz da oben ist das. Okay, ja, ich denke mal so wird das. Okay. Jetzt hat einer wieder verlassen. We need to run a full storm reading on the castle. I found the ideal locations to deploy a sensor array. Sehr schön, also man kriegt hier wirklich noch coolen Loot dazu.
Finde ich schade, dass man die Orbs nicht eintauschen kann. Sprich, du sammelst zwar hier einiges, aber du brauchst halt nicht viel, um irgendwas zu aktivieren. Platziere alle Sensor. Ah. Platziere alle Sensor. Ach, da hinten, guck mal. Da. Ja, wir gehen jetzt erstmal in das Haus hier rein. Scheint sich nicht verlassen. Können wir das auch zerstören? Ja, es ist auch wunderbar, dass man wirklich alles zerstören kann. Hey, was ist das denn? Können wir nur suchen. Was geben die denn? Oh, nice. Die haben auf jeden Fall schon. Okay. Ach, das ist der Sensor 1. Ah, der hat schon 3 aktiviert. Super. Alle aktiviert. Geil. Bereitet die Verteidigung der Sensor vor. Haben wir eine Kiste? Ah, fuck. Wir haben keine Kiste. Gesagt, es glänzt so schön, dass wir eine Kiste ist, aber nein. Kann hier eine Kiste sein, Mensch. Hier, oder? Ne, Schatztruhe. Das ist ja keine Schatztruhe. Die will ich noch Stinkesocken angucken. Super schön. Was ist das? Oh. Bin ich auch sehr auf das Weihnachtsevent gespannt. Ich denke mal, die war hundertprozentig noch ein Weihnachtsevent. Kommen wir denn jetzt hier runter? Wir müssen ja irgendwie was beschützen. Ist doch keine Schatztruhe. Also was für Arbeit, das einfach hier runter. Wie ein Frettchen, wie ein Nagetier. Wir brauchen eh noch ein bisschen Material. Zeit bis zum Angriff. Oh. Okay. Dann mache ich mal den nächsten Sensor. Wo ist denn der? Wie wollen wir das jetzt verteidigen? Madame Tussaud. So denke ich mal ein bisschen kritisch. Nochmal. Kommen wir jetzt hier wieder runter. Kann man natürlich auch so verteidigen, ne? Einfach alles zubauen. Sehr gut. Hier baut sich auf jeden Fall auch noch einer was hin. So, die machen Fallen. Die haben auch Fallen. Wir müssen mal gucken, wie wir runter in den Keller wieder reinkommen. Können wir das auch untersuchen? Ne, das können wir nicht untersuchen. Sonst machen wir das anders. Jetzt bleibe ich definitiv erstmal hier. Ich wollte auch bald sagen, dass ich hier eine Falle hinstelle. Sehr, sehr geil. Mal gucken, ob wir noch Munition bauen können. Ja, können wir. Ich würde sogar eher sagen, dass wir das mit... Warte mal. Wie machen wir das am besten? Genau. Das gar nicht bauen. Krass. Können wir hier nichts bauen? Ich denke mal, ich mache das natürlich kaputt. Das ist natürlich nicht so cool. Aber ich vermute mal, dass jetzt hier alle Spieler direkt hier sind.
Ich würde gerne wie so eine Art Schutzwall hinbauen. Da, genau, jetzt funktioniert das doch. Machen wir woanders. Okay. Scheiße, die Waffe ist gleich kaputt. Reparieren, wie kann ich die reparieren? Betrachten. Ich kann die immer noch nicht herstellen, hier die Waffen, ey. Wahnsinn. Ich denke mal, mit grün und mit blau und so, da gehen die nicht so schnell kaputt wie diese weißen. Ja, mir fehlt ein scheiß Pilz, so eine Truhe hier. Ja, fehlt mir so Erz. Sehr, sehr komisch. Okay. So, der Angriff beginnt und den Angriff seht ihr in der nächsten Folge. Bis später. Ja, was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen. Wir machen einen Livestream Let's Play. Ich streame nebenbei und wir nehmen die Folgen direkt noch auf. Sprich, dass ihr diese Szene noch so an sich sehen könnt. Und den Stream nicht untersuchen müsst, wo dann genau dieses Halloween-Event stattfindet. So, bis jetzt ist eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Ah, genau, wir gehen mal darüber. Ich denke mal, die werden das nicht so machen, dass sie das aufteilen. Die werden das schon so gepflegt machen, dass hier. Ah, guck mal, die haben ja was gebaut. Okay. Ja, Ziel ist es, wir müssen jetzt 4 Sensoren, die wir vor uns platziert haben und die ein Kollege hier platziert hat, müssen wir jetzt verteidigen. Schön, wenn ich mit meinem Slotgewehr oder sowas bekommen könnte und einen Impulsgewehr oder irgend so was Schönes. Waffe ist kaputt, genau. Direkt eine neue gekriegt, super. Oh fuck. Geh mal hier runter. Mal sehen. So einfach. Ah, da finden wir eine schöne Waffe. Schöne Sniper. Okay, das sieht eigentlich ganz gar nicht mehr so verkehrt aus. Warte mal, heißt das jetzt, wenn das ringsherum ist? Nee, gut, okay, ich wollte gerade sagen. Wenn die Welle hier ringsherum ist, glaube ich nicht, dass jetzt hier die Wellen überall sind, sondern bloß gewisse kleinere Abteile, die dann hier entstehen. Ja. Oh fuck, hier ist der Dicke. Oh, der ist nicht gut. Ich auch ein bisschen schade, dass im PvP-Modus die Einstellungen nicht über den PvE übertragen werden, weil hier sind sie völlig anders. Man hat sie doch nicht umgestellt. Mensch, ach du blödes Dreckvieh. Ich komme nicht dazu, diesen Baum da wegzuholzen.
mach ich jetzt einfach. Okay. So, sehr, sehr schön. Bis jetzt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ah, fuck. Oh, was ist denn das? Achso, das sind die komischen. Oh ja, aber ja. Die komischen Explodierer-Viecher. Na gut, das kann man nicht so lassen. Ja, springt einfach da drüber. Durchbrochen. Oh, aim. Frisst ja viel Munition hier diese Mission. So. Zählen dann schön durch. Verbleibende Zeit noch 2 Minuten ungefähr. Irgendwann, du hast dann auf jeden Fall ein bisschen mehr. Was war das denn bitte? Und du hast rechts unten noch so einen Fähigkeitsbaum, dass du wirklich noch insgesamt fünf Fähigkeiten noch erlernen kannst. Finde ich auch richtig cool, dass du dir einiges rausholen kannst. Hey man, Hungerhaft! Na, ist glaube ich dir schön, dass du einschaltest. Du bist hier gerade in einen Livestream-Let's Play reingeraten. Ich mache nebenbei noch ein Let's Play von diesem Event. Weil, wenn ich hier 3-4 Stunden Videos hochlade, das guckt sich doch fast keine Sau an. Wenn er diesen Event suchen möchte. Okay. Aber noch 40 Sekunden haben wir die Welle hier. Der Shotgun wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, wir müssen uns das nächste Mal eine Shotgun craften. Oh, die gehen aber jetzt ganz schön ab, du. Halleluja. Okay, noch 7 Munition. Ey, das ist wirklich viel gefressen hier. Jawohl, wir haben's. Sehr gut, gewonnen! Super schön, wir sind auch bloß zu dritt gewesen, krass. So, erkunde den Nebel, Hexivanien 5. Okay, cool. 635, was heißt das genau? Kämpfen, Gebäude und Geräte 151. Okay. Da haben wir uns eigentlich mal ganz gut gelöst, würde ich mal so sagen. Dankeschön für die 3 Likes, sehr, sehr freundlich. So, kriegen wir direkt noch den Loot hier. Abgestaubt. Wunderschön. Wunderbar. Jawohl. Ich bin irgendwie in die hintere, bin ich noch gar nicht gekommen. Nee, schade. Komme ich jetzt auch nicht. Okay. Bam. Missionsabbruch.
Ah, super gut. Du kannst Treppen in vielen verschiedenen Formen bringen. Alles klar. Danke für den Tipp. Super schön. So, öffnen wir mal die Truhe hier. Anhänger, Kristalle, Handwerk, Handwerksmaterial verwendet zur Herstellung zahlreicher hochwertiger Waffen zu finden in Höhlen und im Gebirge. Auftrag abgeschlossen, hexisch. Ah, sehr schön, Süßigkeit erhalten. Können wir jetzt eigentlich schon so eine Truhe kaufen? Ne, bestimmt nicht, ne? Nee. Ui, was kriegt man denn hier Cooles? Was sind das für geile Viecher? Okay. Kann ich das anfordern? Etwas geerntet Tatsache! werden? Ah, Upgrade, sehr schön. Seltene Sturmgewehr, seltene Scharfschützengewehr. Wir machen seltene Sturmgewehr. Toll. Habe ich auch schon. Epischer Held. Nice. Ranger Beetlejazz. Kann ich hier auswählen? Mal gucken, ob ich hier auswählen kann. Werden wir mal sehen. Okay, das erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis später. Wenn man schön aus Stream so neben Let's Play noch hinterher. Super schön, alles klar. Gut, weiter geht's. Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen. Wir spielen Fortnite Halloween Event. Das ist ein Livestream Let's Play. Ich streame nebenbei und wir nehmen das direkt noch auf. Das sind verschiedene Missionen von dem Halloween Event. Die würde ich gerne noch in einzelnen Folgen hochladen wollen, dass man das auch noch so sieht. Und wir haben in der letzten Folge eine Heldin ergattert und ich habe gesagt oder gefragt, ob wir die nehmen können und nein, wir können sie noch nicht nehmen. Held benötigt die Führungsfähigkeit. Ah, schade. Haben wir jetzt erst Legendary Helden bekommen. Waffenlager, Waffenfertigkeit. Was ist denn Führungsfähigkeit? Keine Ahnung. Also, wo kriegt man denn das noch her? Verdammt. Ist das? Slot-Attribut erhöht Schaden durch Fallen, Fähigkeiten und dagegen Einwirkung um 1%. Okay. Wir haben auf jeden Fall einen riesigen Baum und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Halloween-Event. Ah, komm hier runter, sehr schön. Hexylvanien. Ach! Schatztruhe plündern, das muss ich noch machen. Deswegen muss ich jetzt noch mal reingehen. Gut, okay, machen wir das direkt nochmal noch. Schatztruhe plündern, alles klar. Okay, wow, was ist der bitte für eine krasse Waffe? Alter! Zwei von denen, ah nein, gut. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Platziere einen Sturmfeuer, eine heilige Sturmfalle, dann mach es nochmal. Fange den Sturm. Fange den Sturm. Kann man den Sturm fangen? Platziere eine Sturmfalle, verteidige die Sturmfalle, dann mach es nochmal. Mach das Beste aus deinen täglichen Bonus-EP, indem du jeden Tag Missionen spielst. Kann man machen. Gut. Und es lädt, und es lädt. Fang den Sturm. Deine Mission lautet. Ist es jetzt schon? Na? Ah. Okay, finde eine Sturmfalle und plündere eine Schatztruhe. Schatztruhe müssen wir definitiv hier plündern. Sonst kommen wir anscheinend wieder hier nicht weiter. Können wir mal in das Haus dahin gehen? Auf die Jagd nach Schatztruhen. Schon so viel gemacht. Trotzdem kommen hier keine Schatztruhen. Sehr, sehr merkwürdig. Ah, guck mal, hier unten haben wir auch noch eine kleine Villa.
Kleines Häuschen. Ja, aber da hatte ich schon geplündert. Das kann aber nicht wahr sein. Bin ich hier reingekommen. Ich meine, war das hier genau so eine Schatztruhe? Und jetzt muss ich hier mich mit dem letzten Rest zufrieden geben. Okay, wir machen in das Haus hier hinter. Wo war denn das jetzt? Da. Das ist aber keine Sturmfalle. Nee, nee, nee. Und bis hoffen, dass hier irgendwo eine Kiste ist. Das ist ein Keller, jawohl, hier ist ein Keller. Cool. Katakomben der Verfluchten. Hier wird er. Na, fuck, so ein Dicker. Also hier wird er definitiv irgendwo eine Schatztruhe sein. Normal, sieht ganz gut aus, wenn wir hier hinten die Wände ausschlagen. Sieht aus, als ob da hinten irgendwas sein könnte. Nee. Okay. Katakomben. Ich weiß nicht, ob das Halloween-Event jetzt für immer bleibt. Wäre natürlich geil, wenn man die Map jetzt für immer bekommen könnte. Oh, hier in die Kloage reingefasst. Und direkt irgendwas Klippriges bekommen. Speck! Speck! Aus der Kloage! Hier ist die Kiste. Hier muss irgendwo eine Kiste sein. Ich höre sie. Wir graben uns zu der Kiste! Ja, dann machen wir das mal anders. Ah, ich habe Angst, dass ich jetzt nicht hier die Kiste irgendwo verflöte. Das ist natürlich ultra unangenehm. Hä? Die doch aber hier gehört, verdammt. Sieht aus, wie die vielleicht hier ist. Oder hier drüben. Nee. Wo ist die Kiste, verdammt? Oh, kommt ja nicht runter, weil er so dick ist. Kann er sich denn ducken? Gar nicht, oder was? Ja, das gibt's ja gar nicht. Ah, ich hatte hier irgendwo die Kiste. Fuck. Soll aber die Folge auf jeden Fall so abgehen, dass wir hier nur Kisten suchen werden. 5% der Karte entdeckt. Wir graben uns den Schatz. Hier ist noch gar nichts. Was war das? Ich will mich veräppeln. Ha! Hier ist er. Jawolla! So tödlich. So wunderschön. Oh, was war das? Kohle. Jawohl, Kohle haben wir. Kohle haben wir. Da können wir doch jetzt was brauchen. Dann können wir noch eine Waffe herstellen. Genau. Hier können wir jetzt herstellen. Super angenehm.
Und die Schrotflinte. Was ist denn das? Die haben wir auch. Oh, nice. Guck mal, jetzt haben wir so schöne blaue Waffen. Aha. Na, die kennen wir ja. Okay, müssen wir bloß hier raus. Da gibt es anscheinend mehr zu finden. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das gemacht. Empfohlenes Blau. Baulimit 45. 95, Mensch. Gut, let's go. Komm, der ist nicht hoch, ey, Wahnsinn. Ah! Wir müssen hier raus. Schon wieder zugebaut haben. Guck mal, hier geht's doch anscheinend raus, ja? Oh, ganz schön zugepflastert. Okay. Excellenta. Da hinten geht auf jeden Fall Action ab. Und dort unten scheint auch was zu sein. Wo sind wir? Wir ganz links. Mann, wieso kommt der nicht hoch? Fuck. Mir geht's vielleicht ganz gut. Wie geht's dir denn? Hab ich schon mal vorhin schon gefragt. Oh, fuck. Ganz viele Zombies. Oh, fuck. Der Typ mit der Biene. Oh, Mann. Alter, zieht er mir viel ab. Krass, 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 ey. Da haben wir ultra viel abgezogen. Mann, Mann, Mann. Dir geht's auch gut, das freut mich. Ungemein. Oh, wo kriege ich jetzt mein Leben wieder her? Leben geht einfach weg. So. Okay. Ah, hier ist noch ein Gebäude. Super cool. Okay. Sind wir mal realistisch. Ja. Sind wir mal realistisch. Habe Igor entdeckt. Aha. Habe Igor entdeckt. Gibt's hier so Schönes? Wenn wir einiges plündern. Hätte ich auch zerschlagen können. Äpfel. Aha. Hier sind noch Zombies, so wie ich das höre. Okay, geht einiges ab. Dann gehen wir nach oben. Dann gehen wir da raus. Wir können einige Stunden suchen, krass. Gefällt mir. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Geht's auch mal nach oben noch? Jawohl, hier geht's sogar nach oben. Bestimmt irgendwo eine Kiste sein oder sowas. Ne, ich hab sie jetzt gehört, aber nein. Herbert Igor. Oh oh, unten sind anscheinend Zombies. Irgendwo sind die hier. Nein! Ah, guck mal an. Hier ist dieser Sturmfänger. Sturmfall aktivieren. Wie aktiviert man die denn? Wie aktiviert man jetzt die Sturmfalle? Muss man aber anscheinend irgendwie bauen oder sowas. Guck mal, hier geht es sogar noch nach unten. Oder? Nee, doch nicht. Schade. Statik geht es nach unten.
hier ging es mal nach oben. Und irgendwo geht es wahrscheinlich nochmal nach oben, oder? Ne, hier haben wir noch eine Tür. So, offen. Ah! Und nu? Was hat mir das jetzt gebracht? Nichts. Absolut gar nichts. Eine schöne Klimmerei war mir auch nicht rum. Ja, schön hochgebaut. Ich darf nicht so viel bauen, Mann. Oh, jetzt wo eine. Ne, ich wollte gerade sagen, jetzt wo eine Kiste, aber nein, das ist nicht. Hier ist noch ein Dachboden. Oh! Eine Bärenfalle. Wie kann man denn jetzt dieses Sturmding aktivieren? Wirklich sehr begeistert von der Map. Haben sie wirklich sehr, sehr cool gemacht. Guck mal, so ein Sarg hier, Mensch. Oh, mal hier hinten ist Munition. Überall Munition, haufenweise. Was craften? Wir haben auf jeden Fall noch 800 Metall. Ist ultra gut. Ah, hier. Jetzt schon nach oben gebaut. Okay. Da hinten ist der Sturmfänger, aber wie kann man den jetzt aktivieren? Töte alle Gegner im Lager. Aktiviert man denn das Ding, Mann? Merkwürdig, merkwürdig. Ach, hier! Nee, schade. Ich hatte jetzt nochmal so ein Teil, was es aktiviert, aber nee. Ich würde mal sagen, wir laufen mal weiter hier runter, weil da unten haben wir noch nichts entdeckt. Oh, was ist das? Grabsteine. Oh, die plündern wir auch noch. Alter, wie zäh ist denn bitte der Stein? Ist das ein Sumpf? Nein, gut. Das aussieht wie ein Sümpflein. Geh nochmal in die Richtung, da ist ein bisschen mehr zu entdecken. Immer noch das Blaue holen. Na, fuck, nein. Oder oben sind noch Zombies. Was soll ich nur bauen? Auf jeden Fall gehen die auf den los, ne? Wenn ich in der Nähe bin, gehen die auf. Ah, fuck! Nein! Shit! Ich hab gedacht, ich komme drüber. Oh shit! Oh shit! Oh, tut mir leid, ich kann nicht. Oh, oh, oh. Guck mal, hier ist noch ein Gebäude.
Jetzt sind gerettet? Nee, ne? Das sind bestimmt noch welche, ja. Er ist immer noch aktiv. Sehr geil. Na, Grüße. Dankeschön für dein Geschenk. So, hier unten war ein Haus. Was haben wir denn noch erkundigt? Ja, das haben wir eigentlich alles soweit fertig. Ich weiß gar nicht, wie man das... Wie man den Sturmfänger aktiviert. Was ist das? Ah, ist gemütlich, ne? Klein und chillig. Also relativ gemütlich finde ich das hier schon. Also, kann man machen. Man kann so leben. Was ist das? Feuerwerks? Flaschenraketen. Mensch, hier gibt es aber auch alles zum Einsammeln und zum Craften. Das ist so krass. So, ich würde auch sagen, wir gehen jetzt mal da hoch. Weil da ist auch noch ein Ausrufezeichen. Soll ein bisschen weiter laufen, aber es macht ja nichts. Boah, ich weiß, wie kriegt man denn jetzt eigentlich unsere Gesundheit wieder zum Laufen? Guck mal, unglaubliche Driffer. Können wir sogar. Ha! Ein Legendary Ding. Krass! Naja, können wir eigentlich mal ein bisschen Munition machen. Oh, wir haben einiges. Cool. Sehr, sehr cool. Langsam läuft es doch hier. Achso, wir wollten ja gucken, wie wir uns Gesundheit wieder steigern können. Was ist unser Rucksack? Mineralpulver. Was ist das hier? Schießt eine Flaschenrakete zur Feier des Tages in den Himmel. Wird nach Gebrauch verbraucht. Na hä? Müssen wir machen? Komm, wir machen das mal. Ah! Feuerwerk! So, was haben wir denn eigentlich? Ja, genau, die Schrotflinte hatten wir jetzt hier weg. Wir gehen jetzt mal dahinter. Versuchen wir jetzt die Mission hier startklar zu machen. Das ist für kleine süße Häuser. Das ist ein fettes Vieh. Das ist so krass. Das sind ja echte Menschen gewesen und die Menschen, die haben sich zu mir entwickelt, die haben... Der Kopf hat sich einfach nach hinten geklappt und denen ist ein Zombie-Kopf raus. Geploppt oder ist ein bisschen Totenkopf. Kann natürlich auch sein. Ah! Oh, er wirft mich direkt mit dem Ding! Oh nein, das war dumm! Ich bin ja fast tot, das ist mein Problem. Kürbishöhlen. Köpfe erledigt. Aha, cool. Was kannst du denn nicht? So. Gebäudeboost. Haben wir gerade bekommen. Da gibt es so viel zu entdecken. Ey, hier ist auch noch was. Oh ne, das war's. Okay. Super. Also wir gehen jetzt in das Gebäude da rein. Erkundungsabzeichen verdient, geil. You know what? I'm starting.
Okay. Jetzt sind wir hier drin. Ach man, er ist echt vorbeigesprungen. Das ist echt nicht feierlich. Vermöbel den Troll. Welchen Troll denn? Was denn für ein Troll? Jetzt haben wir das auf jeden Fall entdeckt. Mal gucken. Ah, hier. Aktivieren zu verteidigen. Aha. Cool. Okay, warte mal, dann machen wir das jetzt mal anders. Gucken wir mal, wie man das... Okay, das ist eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht machen. Das hauen wir weg. So, super gut. Sachen, hier machen wir definitiv eine Tür rein. Okay, warte mal. So, gucken jetzt, ob wir jetzt hier irgendwo noch Türen bauen können. Ne, wir müssen das alles wegholzen. Wir holzen uns jetzt mal alles hier weg. Dann fangen wir mal an mit der Mission hier. Ach guck mal, wir kriegen sogar ein bisschen Leben wieder, sehe ich gerade. Wir legen gerade 26. Das ist echt viel Zeit, das Spiel. Krass, Mann. Ich denke, wir machen das aber jetzt aus Stein. Okay. Was haben wir noch weg? Alles klar, aber ich verabschiede mich auf jeden Fall erstmal für diese Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis Danny. So, das ist nämlich ein, für die, die jetzt neu sind, ich mache neben dem Stream noch ein kleines Let's Play draus, da viele, denke ich mal, nee, auch ich werde das auch nicht machen, den Stream habe ich ja Halloween Event getauft und wenn dann einer dieses Video sieht mit 3 Stunden, das guckt sich keiner an, deswegen möchte ich gerne noch einzelne Folgen von diesem Event machen. Okay, dann haben wir das. Machen wir das jetzt am besten. Am besten eigentlich das eintauschen. So. Wir wollen jetzt auf jeden Fall jetzt noch die Festung. Bis wir dann die nächste Folge machen. Weiß ich mich heute auch einfach nicht, wie lange dieses Event geht. Das ist auch ein bisschen mein Problem. Aber ich würde schon gerne das ganze Event mitmachen wollen. So. Ne, hier haben wir noch was. Okay, da haben wir das zugebaut. Das ist natürlich nicht so geil, dass das da hinten zugebaut ist. Das müssen wir noch kaputt machen. Wir haben zwar noch ein paar Spieler hier, aber ich glaube, die kommen jetzt so schnell erstmal nicht. Genau, hier machen wir die Wand davor. So. Kann ich das jetzt hier reinbauen? Scheiße, ich kann es nicht reinbauen. Ach! Okay. Machen wir
machen das so. Was? Warum? Ach. Ach, sehr schön. Da kann ich nichts zu machen, aber hier kann ich zu machen. Das ist gut. Da kann ich die von hier beschießen. Von hier beschießen, alles klar. So, und weiter geht er. Die können natürlich von oben kommen, ne? Nur von oben kommen? Ich mach's aber zu. Ich muss die wirklich von oben kommen. Das war nicht so geil. Das geht automatisch zu, oder was? Ja, das geht automatisch zu. Sehr, sehr wunderschön. Okay. Ja, das war falsch. Okay. Das haben wir hier bei einer Tür gebaut. Da kann man genau, kann man schön flexibel sein. Alles klar. Mach zu. Okay. Hier soll eigentlich keiner kommen. Mal eigentlich weg, würde ich sagen. Ach nice, hier sind jetzt die anderen Spieler auch am Start. Okay. Ich hoffe, die Balance ist nicht alles kaputt. Klingt nämlich so, dass sie das alles zerstören hier. Genau, so. Es funktioniert. Alles klar, gut. Deswegen fangen wir auch direkt ins Let's Play an. Okay, die kommen von links. Dann kann man das hier direkt verteidigen. Ah, ich hätte es eigentlich anders machen sollen. Mach zu, die Hütte! Ach, Ruhe, nee, eigentlich geht das ja schon so. Mein Chatverlauf öffnen. Hey, Molle, alles klar mit dir, du alter Suffkopf. Schön, dass du einschaltest. Das ist ganz nice. Haben wir eigentlich schon relativ cool gebaut. Die Gegner kommen. Man muss Hausaufgaben machen. Alles klar, dann viel Spaß dabei und wir sehen uns oder hören uns. Bis denn. Schönen Tag noch. Die kann das immer schießen. Ne? Die hat auch nicht so eine mega krasse. Oh, das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Warum machen die das jetzt zu? Das sind die Typen, ey. Sehr freundlich, Dankeschön. Guck mal, die machen sogar hier die Wand kaputt. Ah, der baut das ja auch noch zu. Sehr schön. Ja, das Problem ist halt einfach nur. Ist eigentlich schön, dass wir das ein bisschen bearbeiten können. Ah, ist echt einer reingekommen? Wahnsinn. Wow, was ist das denn für eine krasse Explosion? Nein, der Schwede. Ich sehe auch die anderen Wände kaputt machen, das ist schon echt cool irgendwie. Ja, das wäre hin, sehr schön. Danke für das kleine Feedback. Weg da! Alter, was bombt denn hier so weg, ey? Wahnsinn. Oh, die sind durch, die sind durch, die sind durch!
Ist das eine Welle? Ja, anscheinend, ne? Ah, ist schon geil, dass sich da mehrere Ziele erfasst. Die Shotgun. Oh nein, jetzt kommen die Kleinen. Ja klar, die klettern einfach mal da drüber. Säcke. Ja, krass, Alter. Er schnitzt sich einfach da durch, ey. Wow! Ah, das ist sogar ein Scout-Gewehr, merke ich gerade. Das ist schon cool, dass wir den kürbissen, ne? Kann man mal machen. Oh, der hat mich erwischt. Wer deine Videos besser machen kann, ja, kann ich dann mal gucken, kann ich dann mal Kommentare schreiben. Aber willst du von mir Tipps? Ich habe nicht gerade die Ultra-Reichweite. Das hat schon den Grund, warum ich mit Anführungszeichen nur 300 Abos habe. Die Waffe gefällt mir ultra. Die finde ich echt gut. Oh, bitte, bitte, lass einen Ego-Shooter-Modus hier noch reinknallen, ey. Das wäre ultra schön. Fuck, 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 die sind durch. Oh, man. Was ist los, ey? Krass, die sind einfach durchgekommen. Was? Ah, die will die nächste Falle oder die Mission wird scheitern? Was? Wieso? Welche Falle denn? Wo ist denn die Falle? Ich will mir die jetzt da unten. Nee, das ist da unten, dieses. Ach. Aber im vollen Baulimit haben wir 42, krass. Also das könnte man sogar noch hinkriegen. Wie machen denn die bitte dieses Geländer noch dazu? Was ist denn das bitte für ein cooles Zeug, ey? Oh, hier gibt's sogar noch. Aktiviere die nächste Falle oder die Mission wird scheitern. Dass wir da jetzt noch ein Zeitlimit bekommen, ey, ist krass, heftig. Das wird, denke ich mal, doch die Sturmfalle sein. Ja, es ist er. Wenn du so weit bist, warte. Ich mach ein bisschen was weg. Wartet, bevor das Ziel aktiviert. Das ist ja krass. Okay, da haben wir das hier. Hier können wir auch noch ein bisschen was bauen.
mach mal einen. Ach. Was ist denn das für ein Scheiß? Was macht der denn für Müll? Wie kriegt er mit, dass er. Was? Ja, eine Treppe, wenn die Zombies hier mehr, überall kommen, ist natürlich dann auch assi. Ach, Alter. Ich weiß nicht, was der hier gerade gebaut hat für einen Mumpitz, ey. Okay. Geh weg! Wieso hat denn der das hier so gebaut? Was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt macht er die Steine wieder weg, ey. Typ. Ich wollte eigentlich, dass sie das nutzen, um da eventuell Fallen hinzubauen, weil ich habe ja keine. Leider. Oh cool, wir können in den Baum hier was reinmachen, das ist cool. Das gefällt mir. Sehr, sehr cool. Okay. Macht er das jetzt zu, Junge, Junge, Junge? Alles klar. So, kann man aktivieren, würde ich sagen. Ja, warum hat er das mit Holz gebaut? Mein Gott. Kann man nicht nachvollziehen, diesen Müll. Hey, Dankeschön für 4 Likes. Sehr, sehr freundlich. So, dann let's go. Lass uns mal aktivieren hier, das Ding. Was macht denn hier so sowas, ey? Komm, lass aktivieren. Let's go, das Ding. Ah, alles klar, der saugt jetzt den Sturm auf. Das ist natürlich geil. Wo kommt. Von links haben wir noch welche? Ich weiß nicht, wenn wir hier eine Rampe bauen und die dann auch hochklettern. Aber die kommen jetzt von allen Seiten, das ist natürlich heftig. Das wird schon jetzt voll schon schwieriger. Schieß auf ihn! Okay. Na, nein! Ah,
Ach. So geil, ey. Okay, der Sturm hat sich hier eigentlich gelichtet anscheinend. Ah ja, er sammelt sich gerade hier wieder. Das sieht zumindest aus, ob er sich sammelt. Ja, genau. Ja, wir gehen ganz schön ab hier, ey. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Weg da mit den Typen! Weg, 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 weg! Fuck, 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 fuck! Ah, jetzt kommen sie durch. Super. Meine Güte, ey. Geht ganz schön ab hier. Boah, sie sind schnell da. Ah, die läuft zu viel. Ja, scheiß Dicker. So, oh, 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 hier hinten. Das machen wir mal, reparieren wir mal wieder. Oh fuck! Sie sind durch! Oh man, sie sind durch gewesen! Geil, Mann, das Spiel bockt hart. Das ist richtig cool. Okay, dann nehmen wir den Sturm richtig geil auf. Sieht richtig geil aus, Alter. Okay, wir haben noch 2 Minuten auf dem Tacho und dann kriegen wir die Mission auf jeden Fall hin. Okay, lad nach, lad nach. Oh fuck, sie sind durch. Ey, warum baut die das nicht zu? Wieso sind die auf einmal immer so schnell durch? Ah, cool. So schnell was hingebaut. Okay, noch 5 Sekunden haben wir. Ah, genau deswegen. Die spawnen sich immer direkt da rein. Also irgendjemand ist da drinnen anscheinend. Okay, ne, hier scheint alles safe zu sein. Nein, es ist nicht! Oh, fuck!
Oh mein Gott, ey, die sind echt durchs Haus gekommen. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft! Egal, wir haben es geschafft. Die sind vorhin auf fast schon durch gewesen, aber... Wie krass, ey, geil, Mann. Das bockt das Spiel, das macht wirklich mega Spaß. Okay. Ach, ich bin der Schlechteste gewesen. Guck mal an, kämpfen, Gebäude, bin ich der Beste? Rede mich auch der Beste. Sehr nice. Das war krass, das war echt cool. Das hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Ah, jawoll. Oh, geil. Die vorletzte Kiste. Die vorletzte Kiste bekommen. Ist das cool. Okay, zurück zur Basis. Boogie Villa, auf jeden Fall. Die Boogie Villa. So. Ich muss definitiv aufhören, ey. Fuck. Oh nee, das macht doch so ganz zu viel Spaß, ey. Oh. Cool. Mega cool. Und das ist free to play. Hammerhart, ey. Ohne Mist. Okay, wir haben eine Kiste. Da ist, was ist denn, was soll das sein aus dieser epischen Kiste? Na? Wow, du hast ein scharfes Auge, Kommandant. Kämpfe weiter um diese Beute. Ah, nice. Kommandant, hör dir das an. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hatte eine echt miese Woche. Wisst ihr was? Ich nenne die Sache gleich beim Namen. Ich hatte die mieseste Woche in meinem ganzen Leben. Wenn ihr mich hört, hattet ihr wahrscheinlich auch eine miese Woche. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um aufzugeben und zu sterben. Auch wenn das verlockend klingen mag. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Okay, alles klar. Und damit verabschiede ich auf jeden Fall für diese Folge. Und wir machen im Stream auf jeden Fall eine weiter. Bis dann. So, ich will mal kurz auf Toilette. So, bin wieder da und hey ho, na, ist glaube ich dir schön, dass du einschaltest. Wir machen auf jeden Fall noch ein Match, würde ich sagen. Na, was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Aufträge. Sammlung haben wir 50, okay. Alter, später haben wir übrigens wenig, ey. Krass. Aber wir haben überall auf jeden Fall schon was gemacht. Also sie haben echt, kriegen sogar 50 V-Bucks. Hier auch nochmal 50 V-Bucks, hier auch nochmal 50, hier 100. Möchten wir doch in Sarah. Guck mal, hier kommt eine Axt. Kupfergroßaxt. Ah.
Flatwell, schließe 30 Sylvanien-Missionen in einer Zone der Stärke 5 ab. Da haben wir 6% jetzt. Ja, aber noch gar nichts. Shit. Wir haben auch noch nichts. Okay. Nee, nicht kaufen. Gut, gehen wir mal weiter zu der. Zu dem Event. Boah, was war das denn? Ah, jetzt hat sich hier einiges freigeschaltet. Bänder gesichert. Ach, das sind die Bänder jetzt hier, okay. Dann fangen wir mal eins an. Kupfer. Kupfer, mehrere Fragezeichen. Bänder gesichert, 0 von 5. Können eigentlich starten. Oh, danke schön für 5 Likes, sehr, sehr freundlich. Ah, das ist auf jeden Fall nochmal die Sturmfalle. Das war echt cool. Das hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Die Sturmfalle. Okay, das lädt doch immer relativ lange. Ach, 320, das sieht so schön aus. Okay, cool. Schnelle Durchlauf 3 Tage, finde eine Sturmfalle, Bänder gesichert. Oh Gott, was sollen die Bänder bitte sein? Oh, wo sind die Bänder, Mann? Wo können die Bänder liegen? Ja, wenn du so auf Ruhemode schaltest und so, lädt die PS4 schneller, ja. Lädt das Update auch schneller. Ich guck mal an, ich hab da so 100. Oh, fuck, fuck, fuck! Okay, wir müssen anscheinend aber mit ein bisschen was craften, sonst können wir vielleicht keine Munition mehr haben. Wir haben fast nichts mehr an Munition. Oh, was ist das denn? Oh! Kann ich Doppelsprung machen? Doppelsprung gemacht, ey. Unmöglich. Ist auch abbauen? Nee. Ist das jetzt wieder? Ja, das ist wieder komplett. Die Map benebelt. Wo könnte denn da jetzt dieser Code sein? Dieses Band. Wir müssen definitiv ein paar Häuser finden wahrscheinlich. Was ist das denn? Ach so, Roherz. Gerade sagen. Das ist aus wie ein Auge. Destroyer C86 hat ein Lager gefunden. Soll ich ihm jetzt helfen oder was? Die hier nichts, die gibt irgendwas zu bauen.
Die kann Doppelsprung machen, die Blöde. Kürbishöhne erledigt. 30 von 300. Sieben frisst übelst viel Zeit. Das hat wohl doch die Zeit fressen, ey. Fläschchen. Oh Gott, wo sollen denn bitte die Bänder sein? Dort ist ein Haus. Nice. Das ist aber kein Band gewesen, schade. Wenn direkt noch 5 finden. 5 Bänder. Töte alle Gegner im Lager. Ah, das hat er gerade einen hingekriegt. Sehr schön. Alles klar, also zählt das für alle. Jetzt geht sogar noch tiefer. Cool. Das war's. Ist das dein Ernst? Reifen. Ich wollte gerade sagen, sieht ja gruselig aus, aber das ist ja auch kein Nebel gewesen. Wollen wir hochgehen? Eine Treppe nach oben. Kann sein, dass eine Kiste, aber nein. Was hat die krasses, ey? Vermöbel den Troll. Warte mal, aber der Troll, den will ich mal wissen, wo der ist. Weiter runter.
Er ist oben. Hä? Ach ne, hier, warte mal. Ja, geht's weiter. Das ist so geil, das Spiel. Kriegst du richtig einen Deckertrieb hier. Ist er noch weiter? Ja. Ich kann mal wissen, wie dieser Troll aussieht. Mehrmals stand das da, vermöbel den Troll, aber nie gefunden. Nie gefunden. So, wir haben jetzt unten, rechts oben haben wir noch einen Gefangenen, den holen wir uns jetzt mal noch. Hey Selina, na, ist glaube ich dir schön, dass du einschaltest. Gucken jetzt mal hoch, ob wir den Gefangenen da retten können. War eigentlich schon bis jetzt noch schön gefarmt. Ah, da hinten ist schon einer, Destroyer C. 86. Hä? Er hat ihn jetzt geholt, ne? Ah, fuck. Mal sehen. Okay. Oh, guck an. Hier ist noch ein Haus. Oh, das sind den Zombies. Da hinten ist eine Kiste, deswegen schreit die da rum. Cool! Oh, das war derselbe Schluss von vor uns schon. Das haben wir da jetzt nicht entdeckt. Wie? Oder dasselbe? Nur eine Falle kann platziert werden. Na. Guck mal, hier ist eine Kiste. Okay, nur eine Falle kann platziert werden. Wo ist denn das? Tür ist doof, dass die Türen immer noch zugehen irgendwie. Weil ich so weit manchmal nicht, wo du genau reingekommen bist oder rausgekommen bist. Na, hier ist doch gerade irgendwas. Was ist denn das? Gelbes Ausrufezeichen nach hier. Gut.
Wir werden es mal jetzt platzieren dort, dort wo das Ausrufezeichen ist. Platziere die Schlosssturmfalle, platziere die Villasturmfalle, Schnelldurchlauf, 3 Tage verbleibend. Ah, hier haben wir die Schlosssturmfalle. Das haben wir da vor uns genauso gemacht. So eine Kiste. Wow, Alter, bin ich erschrocken. Ach du Scheiße, bin ich erschrocken. Nein! Ey, was hält denn der bitte aus? Oh. Jetzt bin ich erschrocken. Mann, Mann, Mann. Ich hab damit jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wenn er so einen engen Raum noch dazu. Ist da jemand tot? Nee. Verschwindet, ihr Idioten! Na, fuck. Der ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Töte alle Gegner im Lager. Das ist wieder das Lager. Was ist denn das Rote da hinten? Da hinten ist auf jeden Fall so ein Nerd. Hier ist irgendwo noch eine Kiste. Toll, ich bin einfach tot. Ey, was? Ernsthaft jetzt? Hast du da überhaupt schon was hingebaut? Oh Mann. Der, das ist echt aktiviert. Ich fasse es nicht. Ah, er hat was hingebaut. Aber wo sind denn hier Zombies? Ach ja, die sind ja hinter der... Der Wand, wollen sie schon durchprügeln. Ah, sehr schön. Ich frage mich gerade, wo die Zombies alle herkommen.
Sind sie doch. Ja, wir sind auch welche. Naja, die ist ja auch nur aus Stein. Was hat er sich jetzt gerade gedacht? Die bauen hier einfach so ein Steinding hin und auf gut Glück geht's dann los oder was? Ich bin gerade mega erschrocken, weil aus so einer Kiste gerade so ein Geist rausgesprungen ist und mich halt angegriffen hat. Geh weg! Mega erschrocken, ey. Halleluja. Da baut sich hier wieder einer rein, oder? Sieht schon was so aus. Sieht aus, als ob er eine rein möchte. Den Kinder. Den Kinderzombies. Oh, tut mir leid, ich kann nicht. Unmöglich. Ah, die kommen von dort. Habe ich denn jetzt das Sturmgewehr ausgerüstet? Hey, unsere Festung wird beschädigt. Ja, wo? Oh Mann. Doch gleich irgendwo in der Dorsch. Ich sehe es doch. Ah, Kerzenständer. Ja. Der macht hier mit seinem Schwert alles los. Das läuft eigentlich ganz gut. Dafür, dass sie bloß so ein paar Wände hingebaut hat. Ich mache dann die übelste Festung draus und in der letzten Folge und die machen hier. Ich wünschte, ich könnte. Einfach ein paar Steinwände hin und gut ist. Ja, scheint es ja zu funktionieren. Oh, scheiße, nee, das sind die kleinen Geister. Was sind die für eine krasse Waffe, ey? Kommen jetzt die Schutzschilder hier an. Oh! Ach so, ich wollte gerade sagen, die sind wir durch. Geschafft.
Wo ist die? Ach, die ist da hinten. Wir haben nur noch keine Bänder gefunden. Versuchen? Ah, ne. Doch, wir versuchen das einfach mal. Das gelbe Ausrufezeichen, was da hinten noch ist, das werden wir nochmal holen. Das muss ja irgendwo sein hier. Kann ich machen jetzt den Kristall? Was? Tot, tot, tot! Ah, cool. Moin. Danke. Na, ja, das ist, musst du bezahlen für den PvE-Modus. So, hier hinten ist jetzt der Sturmfänger. Das ist genau dasselbe wie vorhin, oder? Ach, die bauen schon. Ah, fuck. Wow! Was war das denn? Ja, das ist PvE. Mach die Holzdinger weg, was bringt denn das? Das bringt doch gar nichts, ey. So, und wir haben noch 6 Minuten Zeit, um hier noch was Ordentliches zu bauen. Dürfen aber nicht über das Limit kommen. Hat er das jetzt echt aktiviert? Tja, aktiviert hier einfach mal. Junge, 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 ey. Der gönnt sich hart einfach mal, ohne irgendeine Art und Weise. Ja. Ja, nice. Absolut geil.
Alter. Er aktiviert den aber auch so blöd. Ja. Machen mit Holz, wieso arbeiten die alle mit Holz? Das Ding ist nur durch. Fuck. Hey, die haben wir gerade erst gebaut. Oh fuck, ich hab gar keine Munition mehr. Ausgesperrt. Kriegen wir echt noch hin, ich krieg eine Macke, ey. Nee, leider später gar nicht mehr. Also später werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben. Ich vielleicht nachts nochmal, aber dann mache ich erstmal zum Training. Heilige Mitarbeiter. Bogo ist auch fast tot. Alter, was macht die denn für krasse Moves, ey?
Boah. Boah, tut mir leid, ich kann nicht. Passt auf, die Festung wird angegriffen. Geschafft. Alter, geschafft. Das hätte ich nicht gedacht, ey. Das war ja auf schnellste Wege hier direkt in eine Basis hingezaubert. 10.500. Ich bin der zweitbeste. Ah, oh, nice. So muss das. So muss das. So. Gucken wir uns noch den Ludi an. Ludi, Ludi, Lud. Ja, schnellsten Weg, Mann. Krass. Nein, noch 4 Meter. Ah, ne, mehrere. Oh, toll. Ernsthaft? Okay. Oh, nice. Oh, schade. Voll die Zombie-Lady, ey. Cool, Mann. Der Doppelsprung und alles mögliche hat die gehabt. Der hat die übelste Attacken gemacht. Voll cool. Voll cool. So, machen wir das noch auf. Okay. V-Box, nice. Ah, schön. 50. Wow, weit bis 50, ey, Wahnsinn. Okay. Und direkt mal die Aufträge noch an, kurz. Oh Mann, das wird auf jeden Fall 4 werden. Oh, guck dich das an, ey. Ah, ich kann mir zwischen 4 wählen oder was? Aber wo kann. Hat sie gar nichts mehr gezählt hier oder? Verteil die Bänder steht hier. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns später oder hören uns später. Ciao, ciao.